Herzlich willkommen zu unserem nächsten Vortrag, der letzte Vortrag vor der Kaffeepause hier im Hörsaal 3. Wir hören einen Vortrag zum Thema GeoServer Cloud mit Kubernetes von Nils Bühner von der Firma Terrestas. Genau. Ja, hallo zusammen. Mein Name, wie gesagt, Nils Bühner. Ich werde den Vortrag halten, GeoServer Cloud mit Kubernetes. Und ich lege direkt los. Vorweg, kurzer Fahrplan, sage ich mal. Falls jemand noch die Flucht ergreifen möchte, kann er das jetzt tun. Ich werde mich kurz vorstellen und diesen Vortrag, wie er entstanden ist, die Motivation dazu kurz erläutern. Dann einmal ausgehend von dem klassischen GeoServer, wo ich jetzt mal davon ausgehe, dass die allermeisten den vermutlich auch kennen. Beleuchten, was da eigentlich so die Probleme sind, wenn man den in seiner monolithischen Form in der Cloud deployen möchte. Woraus dann auch das GeoServer Cloud Projekt entstanden ist, welches genau diese Probleme lösen möchte. Und ich hoffe, die Zeit reicht dann noch auch für eine kleine Videodemo am Ende, wo man einfach so auch mal was sieht, sage ich mal, dass das wirklich funktioniert. Ganz kurz zu mir. Ich bin Nils Bühner, Informatiker, seit vielen Jahren jetzt bei der Firma Terrestris in Bonn. Hier steht Maintainer des GeoServer Docker Images. Es ist so, man findet viele Docker Images vom GeoServer und es gab einfach lange Zeit in dem offiziellen Repo im GeoServer Namespace, sage ich mal, auf GitHub, gab es kein Docker-Image und dann haben wir einfach vor 2 Jahren irgendwann gesagt, da machen wir mal was. Das heißt, immer wenn es jetzt eine neue GeoServer-Version gibt, gibt es dazu auch ein neues Image, was man sich über das OS-Geo-Repo runterladen kann. Und ja, meine Interessen und Schwerpunkte sind letztendlich, ich komme aus der Java-Ecke eher, habe mal ein paar Python-Erfahrungen gemacht, auch Frontend-Entwicklung mit JavaScript ein bisschen, fühle mich allerdings im Backend tatsächlich wohler. Ich kenne den GeoServer sehr gut, seit vielen Jahren jetzt und entsprechend habe ich auch mit PostgreSQL, PostGIS und dann die letzten Jahre auch mit Docker oder in dieser Infrastrukturumgebung immer mehr zu tun gehabt. Kurze Einordnung für diesen Vortrag. Es ist nicht so, dass ich irgendwie ein Power-User von GeoServer Cloud wäre oder dass ich irgendwie Kernentwickler wäre. De facto gibt es meiner Meinung nach nur einen Kernentwickler. Bisher. Deswegen habe ich das mal in das Noch eingeklammert, weil ich tatsächlich sehr interessiert bin, da vielleicht Fuß zu fassen und das zu unterstützen, die ganze Entwicklung. Ich habe gesagt, ich bin von der Firma Terrestris. Wir haben eine schöne Tradition in der Firma, dass wir alle 2-3 Jahre uns als gesamte Firma, das sind 30 Leute ungefähr, irgendwie eine Woche einschließen zu so einer Klausurtagung und dann kann jeder im Grunde machen, was er will, vereinfacht gesagt. Natürlich immer vor dem Hintergrund, dass es irgendwie mit unserem Alltagsarbeit, mit der Alltagsarbeit, mit unserem Portfolio auch zu tun hat. Und ich habe mich letztes Jahr auf der Klausurtagung, waren wir in den Niederlanden, habe ich mir gedacht, ich würde gerne Kubernetes besser kennenlernen. Und GeoServer Cloud hatte ich auch noch nicht gesehen bis dahin und habe dann einfach gedacht, das lässt sich wunderbar kombinieren. Und im Grunde ist das, was ich jetzt so erzähle, in Teilen zumindest eine Art Bericht einfach über meine Erfahrungen, die ich damit gemacht habe. Und die sind gut. Für die wenigen vermutlich, die den GeoServer überhaupt nicht kennen, ganz kurz ein paar Worte zum GeoServer. Der GeoServer ist ein Open-Source-Server für Geodaten, das verrät der Name vermutlich schon. Ich denke, eine der Stärken des GeoServers ist sicherlich, dass er sehr gut erweiterbar ist. Es gibt auch viele Plugins und Erweiterungen. Wir werden dann sehen, dass das leider auch ein Nachteil jetzt in der Cloud-Umgebung ist. Haben wir auch eben bei dem GeoNode-Vortrag ja schon gehört, dass das da möglicherweise Dinge blockiert oder erschwert. Der GeoServer, ich weiß nicht, wann die ersten Zeilen Code geschrieben wurden, aber ich vermute, das ist schon inzwischen mindestens 20 Jahre her und ist in Java geschrieben und hat aber doch inzwischen, denke ich, eine sehr etablierte und große Community auch und ist sicherlich auch sehr breit eingesetzt. Und er unterstützt natürlich die gängigen OGC-Standards, WMS, WFS und was es noch alles gibt, aber auch Dinge wie Geofencing beispielsweise sind möglich mit dem GeoServer. Wenn man jetzt sich überlegt, man möchte den GeoServer in seiner klassischen Form, also in seiner monolithischen Form in die Cloud bringen, dann kann man das natürlich erstmal machen und wenn man da nur eine Instanz irgendwie hochfährt, ein Pod, wie man das in der Kubernetes-Sprache sagen würde, dann ist das auch kein weiteres Problem, aber sobald man natürlich so eine horizontale Skalierung da reinbringen möchte, das heißt, man möchte mehrere Instanzen parallel am Laufen haben, sage ich mal, nach außen hin natürlich transparent, dann stößt man auf gewisse Probleme, denn dann braucht man, ich versuche das mal mit der Maus zu zeigen, hier oben irgendwie sowas wie ein Load Balancer oder so ein Proxy, Reverse Proxy,
quasi als Einfallstor für die ganzen Anfragen, die reinkommen, die dann möglicherweise verteilt werden auf die verschiedenen Komponenten. Und das eigentliche, aus meiner Sicht eigentliche Kernproblem an der Stelle ist diese Synchronisierung zwischen den Instanzen. Ja? Also es gibt so einen Katalog im Geo-Server, der letztendlich die ganzen Entitäten, die der Geo-Server verwaltet, Datenquellen, Layer, was auch immer, Stile, dieser Katalog wird in den Speicher geladen und dann kann der Geo-Server wunderbar und schnell damit arbeiten, aber wenn sich da etwas ändert, wenn ich beispielsweise einen neuen Dienst hinzufüge, dann ist das den anderen Instanzen nicht bekannt. Und dann braucht man irgendeinen Mechanismus, der diese verschiedenen Instanzen synchronisiert. Das Bild ist, ich sage mal, exemplarisch zu verstehen. Das muss nicht genau so aussehen alles. Das habe ich jetzt einfach aus einem Vortrag genommen, den es von den Geo-Server-Kernentwicklern gab auf der Phosphor-G letztes Jahr. Ich habe das tatsächlich in einem Projekt mal gesehen, wie es da gelöst war, dass, ich hoffe, das Mikro passt, dass das so umgesetzt war, also dass wirklich der monolithische Geo-Server in einer ähnlichen Form horizontal skaliert deployed wurde. Und es gibt in diesem Katalog, wenn man das jetzt dateibasiert mit XML-Dateien hat, was der Standardfall ist, gibt es in einer dieser Dateien so eine Sequence-Nummer, die wird einfach, Sequence-Nummer, wenn man das nicht gehört hat, die wird einfach bei einer Veränderung, welche auch immer das ist, einfach hochgezählt. Und dann lief da ein Skript, das hat alle paar Sekunden drauf geguckt, ob sich diese Zahl verändert hat und dann allen anderen Instanzen Bescheid gesagt, dass die sich mal aktualisieren sollen, was beispielsweise dann über so eine REST-Schnittstelle gut möglich ist. Das Problem ist dadurch, wenn ich dann sehr viele Daten habe, sehr viele Datenquellen, sehr viele Layer, die dann in diesen Speicher, in den Arbeitsspeicher letztendlich geladen werden müssen, dann dauert das gerne mal ein paar Sekunden. Und dann hat man in genau dieser Zeit, möglicherweise bekommt man keine vernünftigen Antworten. Also das sind tatsächlich Probleme, die ich da gesehen habe, die da aufgetreten sind. Und ja, daraus ist dann letztendlich natürlich die Idee entstanden, dass man ja, Geo-Server wirklich Cloud-Native gerne entwickeln würde. Es gibt auch andere Aspekte, über die man sich natürlich Gedanken machen kann, wie Monitoring, Logging oder Caching. Die möglicherweise Probleme dann machen oder wo es nicht ganz trivial ist, das dann zu lösen. Ebenso muss man sich natürlich bei den Erweiterungen immer fragen, wie kompatibel die in so einem Szenario noch sind. Genau, und jetzt kommen wir eigentlich zum eigentlichen Kernthema. GeoServer Cloud ist, wie gesagt, nicht einfach nur der klassische monolithische GeoServer in der Cloud, sondern wirklich ein eigenes Projekt, was auf dem GeoServer-Projekt aufbaut. Ich habe oben einfach die relevanten Repos mal verlinkt, also insbesondere das erste natürlich. Das zweite ist, ja, da geht es um Konfiguration. Das dritte ist nicht zwingend notwendig, das muss man nicht benutzen. ACL meine ich gerade, das steht für Access Control List, das ist im Grunde, soll es den Geofans, den vielleicht einige auch kennen, auch cloudfähig machen, beziehungsweise es ist einfach eine neue Implementierung, sage ich mal, für das Geofans-Plugin und ja, werde ich später noch eine Kleinigkeit zu sagen. Genau, die Idee war natürlich, wie gesagt, das Ganze Cloud-Native DevOps-Friendly zu machen und gleichzeitig möchte man natürlich die bestehende Geo-Server-Logik, die es schon gibt, wiederverwenden. Man will natürlich nicht den Code neu schreiben, ja, sonst macht das natürlich wenig Sinn. Mit dem Ziel auch, dass diesen, ich sage jetzt mal Klotz, gar nicht negativ gemeint, zu entkoppeln hin zu so individuell skalierbaren Microservices, wie man das dann kennt, die man dann in Kubernetes gut skalieren kann, wenn man möchte. Und das Ganze für die Leute, die vielleicht aus der Java-Welt kommen, sich da auskennen, das ist dann, da wird jetzt sehr schwer und das ist, glaube ich, auch sinnvoll auf das Spring-Framework gesetzt, insbesondere Spring Boot oder auch Spring Cloud. Genau. Das Bild sieht man sofort auf GitHub, wenn man auf das GeoServer Cloud Repo geht. Und ich versuche das einfach mal zu erläutern. Fange mal oben links an. Ich hatte ja eben schon gesagt, dass man im Grunde so ein Einfallstor braucht oder so ein, wie hatte ich es hier, als Single Entry Point. Das ist quasi das Gateway nach außen hin, die Tür, die nach außen hin offen ist und jede Anfrage, ob ich jetzt die Web-Oberfläche öffnen möchte, die REST-Schnittstelle benutzen möchte oder halt eine der Dienste, WMS, WFS, was auch immer, würde tatsächlich alles da durchgehen. Dieses Front Gateway, im Grunde dieses Hexagon hier, Sechseck oder jedes Sechseck hier ist letztendlich ein Microservice. Ist also
ja, dieser Single Entry Point, Reverse Proxy, Load Balancer, wie auch immer man das nennen möchte. Die skalierbaren Dienste, wie beispielsweise jetzt ein WMS, WFS, die habe ich ja dann möglicherweise nicht nur einmal dort am Laufen, sondern mehrfach. Und dann Load Balancing für die Leute, denen das kein Begriff ist. Im einfachsten Fall würden mehrere aufeinanderfolgende Anfragen einfach der Reihe nach an die verschiedenen Instanzen geleitet werden, dass das nicht immer nur von einem Pod letztendlich übernommen wird. Genau, was tatsächlich dann viele dieser Probleme löst an der Stelle, ist der Event Bus. Das ist dieser grüne Streifen hier, der technisch umgesetzt ist mit RabbitMQ bzw. Spring Cloud Bus. Also auch wieder Spring hier an der Stelle. Und um das vielleicht kurz zu erläutern, wenn man sich vorstellt, man hat vielleicht einen WFS-Dienst, der schon läuft, und dann skaliert man den aber hoch, aus welchen Gründen auch immer. Vielleicht passiert das auch automatisch, weil gerade einfach viele Anfragen reinkommen, kann man sich ja alles Mögliche vorstellen. Dann würde sich so eine neue Instanz, die hochfährt, erstmal bei so einem Discovery-Service registrieren. Damit ist sie quasi bekannt. Und letztendlich über diesen Event-Bus würden dann aber auch beispielsweise Änderungen an der Konfiguration am Katalog entsprechend synchronisiert werden. Also dieses RabbitMQ konkret, was von Spring Cloud Bus eingesetzt und benutzt wird, ist letztendlich so ein Message-Broker. Vielleicht kann man sich das auch ein bisschen vorstellen wie so eine Postdienststelle, die einfach Nachrichten an die richtigen Empfänger sendet. Wie beispielsweise, ich hatte das ja eben erläutert, das Problem mit der Aktualisierung oder Synchronisierung, wenn man jetzt so einen neuen Dienst beispielsweise hinzufügt, dann sollen ja alle Instanzen davon in Kenntnis gesetzt werden, und das möchte man aber dateibasiert halt nicht irgendwie 10 Sekunden drauf warten im schlimmsten Fall oder länger sogar, sondern das passiert jetzt hier über diese Lösung, wie sie hier implementiert ist, quasi sofort. Ja, kleine Latenzen hat man natürlich immer, aber das ist dann schon sehr sinnvoll gelöst in meinen Augen. Genau, dieser Katalog, von dem ich gerade gesprochen habe, der ist im Normalfall ist der XML-dateibasiert. Man hat also wirklich für alles, was es im Geo-Server gibt, XML-Dateien, wo die entsprechenden Informationen drinstehen. Es ist auch möglich, das in der Datenbank zu speichern. Das wäre dann JDBC-Config, so ein Plugin oder so eine Erweiterung. Dann würden quasi diese ganzen Informationen nicht in XML-Dateien liegen, sondern in der Datenbank. Das ist natürlich in so einem Szenario wie hier, in so einem ja, netzwerkverteiltes System-Szenario deutlich sinnvoller. Aber auch da werde ich am Ende noch eine Kleinigkeit zu sagen, dass auch das nicht optimal ist, sage ich mal. Zumindest mit der aktuellen Implementierung von diesem JDBC-Plugin, was es da gibt, oder dieser Config. Genau, an der Stelle, um vielleicht ganz kurz, ich dachte mir, ich bin Entwickler, ganz ohne Code hätte ich schade gefunden. Ich habe mich zum Beispiel gefragt, wie ist das denn umgesetzt und realisiert, dass man aus einem Monolith, aus einer monolithischen Applikation am Ende Microservices bekommt. Das ist ja nicht, sage ich mal, klar, dass das einfach funktioniert. Ich denke aber, beim Geo-Server hat das ja jetzt sehr gut geklappt und war sehr gut möglich, das zu realisieren, weil der ganze Geo-Server-Code, wie gesagt, in Java geschrieben, in ohnehin schon, ich weiß nicht, die Leute, die aus der Java-Welt können, werden auch Maven kennen in der Regel, in so Maven-Modulen ohnehin schon immer strukturiert war und man sich einzelne Module, wie man das jetzt hier exemplarisch sieht, als Abhängigkeit einfach hereinholen kann, um dann die entsprechenden ja, Implementierungen, Methoden, die es da gibt, nutzen zu können. Und beispielsweise jetzt hier das WMS, also Web Map Service Modul vom GeoServer Kern, wird hier an der Stelle, man sieht es unten bei der Quellenangabe, das ist jetzt so eine Maven-Datei für den WMS Microservice von GeoServer Cloud. Die holt sich letztendlich einfach ja, aus dem Kern die WMS-Implementierung rein. Das heißt, wenn im Geo-Server-Kern, in der WMS-Implementierung ein Bug gefixt wird, dann ist der natürlich auch in Geo-Server-Cloud später verfügbar, weil er auf diese Weise reingeholt wurde. Und ich so schrittweise gehe ich jetzt mal weiter durch. Ich hatte ja gesagt, es wird viel Spring Boot genutzt. Diese hier gehighlightete Linie 12
ist letztendlich entscheidend dafür, dass Spring Boot weiß, dass das ist jetzt die Datei oder die Klasse, die den Microservice WMS, und Microservice heißt im Grunde, das ist ein unabhängiger Dienst, der existieren kann ohne die ganzen anderen Dinge, die es da gibt, also ob das jetzt WFS ist oder die Web-Oberfläche oder eine REST-Schnittstelle, die dafür genutzt wird. Und in dieser Datei, die hier quasi schon vollständig mehr oder weniger abgebildet ist, passiert auch nicht viel. Das ist jetzt so ein, man sieht das oben in Zeile 1, Spring Boot Application, die letztendlich den Microservice repräsentiert. Und einfach wird, ich sag mal, vereinfacht wird jetzt, das wird jetzt hier einfach gestartet. Da gibt es natürlich noch andere Klassen. Wir haben es ja hier vor allem mit HTTP Web Requests zu tun. Und das ist jetzt die im GeoServer Cloud Projekt jetzt, die Implementierung der Webschnittstelle für WMS. In der Spring Welt sind das dann so Controller, und man sieht beispielsweise hier, wenn auf so einem Pfad, also wenn jetzt irgendwer im Browser slash WMS oder slash OWS hat, vereinfacht gesagt, würde man irgendwie hier landen, und man sieht, es ist nur eine Zeile, die hier aufgerufen wird, das ist dieses Dispatch. Die ist auch weiter unten zu sehen, und die wiederum hat auch nur eine Zeile, und das ist dieser GeoServer Dispatcher. Und ich klicke mich mal durch, dann sieht man, dass dieser GeoServer Dispatcher offenbar vom Typ Dispatcher ist, und dieser Dispatcher kommt, man sieht das jetzt hier, aus dem GeoServer Kern. Also letztendlich ist das eigentlich sehr trivial an der Stelle. Das ist im Grunde nur ein Wrapper, sage ich mal, der eine Kernfunktionalität aufruft. Die eigentliche Leistung hier ist tatsächlich dann die Implementierung des Event-Bus und dieses Messaging drumherum und was da alles dann noch gelöst werden muss an Problemen. Da jetzt irgendwie im Detail abzusteigen, wird sicherlich den Rahmen sprengen hier. Ich muss auch sagen, ich habe mir da jetzt auch noch nicht alles anschauen können. Was vielleicht noch ganz kurz an der Stelle ich interessant finde, auch warum das, weil ich mich gefragt habe, warum wird das überhaupt gemacht? Ich könnte ja einfach alles weiterleiten, aber offenbar wird hier, man sieht es in Zeile 27 bis 30, wenn man irgendwie auf Root-Ebene einfach eine Anfrage stellt, man muss sich vorstellen, das ist wie gesagt ein Microservice, der theoretisch völlig eigenständig existieren kann, dann bekommt man einfach standardmäßig die WMS-Get-Capabilities als Antwort. Das ist eigentlich, habe ich den Eindruck hier, das Einzige, was eine Sonderbehandlung erfahren hat. Genau, das ist noch das Docker-File, auch nur exemplarisch. Also wenn ich von Microservice spreche hier, dann ist das im Grunde am Ende ein Docker-Container, der irgendwie meinetwegen in Kubernetes oder wie auch immer läuft. Und weil die Zeit knapp wird, mache ich jetzt mal weiter. Das ist nicht weiter relevant. Kurzes Fazit an der Stelle oder mal so die Vor- und Nachteile gegenübergestellt. Die Vorteile sind, denke ich, offensichtlich. Man hat jetzt hier die Möglichkeit, einen GeoServer Cloud Native wirklich in diesen modernen Cloud-Infrastrukturen irgendwie einzumelden. Das muss auch nicht nur Kubernetes sein, das kann natürlich auch Cloud-Umgebung der großen amerikanischen Unternehmen sein. Und mit den ganzen Vorteilen, die damit halt einhergehen. Ja, Skalierbarkeit, Dimensionierbarkeit. Ich kann dann, wie gesagt, einen WMS-Dienst oder jeglichen Dienst im Grunde einfach mehrfach am Laufen haben. Wenn einer davon ausfällt, habe ich noch vier andere, die dann verfügbar sind und vielleicht Probleme abfangen. Ich habe vielleicht auch die Möglichkeit oder Probleme, was diese Aspekte Monitoring und so weiter angeht, besser gelöst. Und als User am Ende, der einen GetMap-Request rausschickt, was dann über diesen Single-Entry-Point reinkommt, weiß ich ja auch gar nicht, ob da am Ende 3, 5 oder 20 Microservices von WMS laufen. Und in der theoretisch, das finde ich einen interessanten Aspekt tatsächlich auch, kann man sich auch die Sicherheit erhöhen, indem ich nämlich, wenn ich weiß, ich brauche nur WMS als Dienst oder ich brauche nur WFS, dann nutze ich auch nur das. Dann könnte ich theoretisch auch auf die Web-Oberfläche verzichten. Wenn ich weiß, ich brauche einfach nur WMS, aber das ist sehr viel, dann skaliere ich mir halt 10 WMS-Instanzen hoch. Es gibt aber natürlich auch Nachteile. Und der große Nachteil ist sicherlich die Kompatibilität der Erweiterungen. Ich sagte es ja eben schon mal, ich hatte das ja gerade bei dem vorletzten Vortrag hier, bei GeoNode scheint es da ja Probleme zu geben auch. Und generell ist es natürlich einfacher, so einen monolithischen GeoServer einfach mal in den Tomcat zu werfen und den hochzufahren, dann ist er da und funktioniert. Wenn ich eine Cloud-Umgebung habe, geht damit natürlich auch einfach eine gewisse Komplexität mit einher. Das lässt sich natürlich nicht leugnen.
Und ja, ich habe jetzt, also es gibt Dokumentation, die verteilt sich so ein bisschen im Repository, es ist aber sicherlich vielleicht aktuell auch noch, ich musste mich da hier und da so ein bisschen durchfuchsen, bis ich es alles am Ende lauffähig hatte. Kurzer Ausblick an der Stelle, ich sagte ja, es gibt im Grunde eine Person im Wesentlichen, die das alles entwickelt hat, das ist Gabriel Roldan von Camp2Camp, soweit ich weiß. Ich habe ihn einmal kennengelernt und hatte ihn jetzt letzte Woche auch noch geschrieben und einfach mal gesagt, dass ich diesen Vortrag hier mache und ihn gefragt, ob es irgendwas noch Neues gibt, was ich vielleicht erzählen könnte. Und er hat mir da auch nett drauf geantwortet direkt und meinte, es wird jetzt GeoServer Cloud Release 1.7.0 geben mit dem neuesten GeoServer und da wird es mit pgconfig wirklich eine neue Implementierung geben für einen Katalog im Grunde, der auch den eben schon von mir erwähnten JDBC-Config, diese JDBC-Config-Lösung quasi nochmal optimiert oder ersetzt im Grunde, weil es da halt im Detail, im Implementierungsdetail halt auch Dinge waren, die nicht optimal waren. Und diese dieses GeoServer-ACL-Projekt, was ich am Anfang auch verlinkt hatte, ja, ist quasi die cloudfähige Variante für Geofans, sage ich jetzt mal vereinfacht. Und ja, weil die Zeit knapp ist, noch ganz kurz. Ich hoffe, ich glaube, wir haben ja gleich Kaffeepause, dann kann ich vielleicht eine Minute länger machen. Ich hatte ja gesagt, dass auf dieser Klausurtagung ich Kubernetes kennenlernen wollte, besser kennenlernen wollte und auch mit GeoServer Cloud das eigentlich sich wunderbar kombinieren ließ. Es gibt Minikube, es gibt Kubernetes in Docker. Ich habe mich dann für Kubernetes in Docker entschieden, um einfach so eine lokale Dev-Spielwiese zu haben, wo ich einfach mal irgendwie rumspielen konnte mit. Und das kann sich auch jeder gerne in diesem verlinkten Repo hier anschauen. Damit bekommt man einfach, muss einfach nur ein Skript starten, mehr oder weniger, vereinfacht gesagt, dann hat man lokal ein Kubernetes-Cluster mit so einem Kubernetes-Dashboard und das Helm-Chart, was ich hier verlinkt habe, das baut auf dem Camp2Camp Helm-Chart aus, auf was es dort gibt und macht auch nicht wahnsinnig viel. Man kann irgendwie Kleinigkeiten konfigurieren dort und ganz kurz vielleicht, ich bin gespannt, wie es jetzt auf dem Beamer aussieht. Ich habe ein paar Videos einfach nur gemacht, wie das alles aussieht. Das ist dieser Cluster, den ich mir lokal hochfahre mit einem Skript. Also jeder, der einfach mit Kubernetes unabhängig von GeoServer Cloud mal rumspielen will, kann das gerne benutzen. Man muss sich dieses Kind, also Kubernetes in Docker installieren und kubectl und dann sollte das eigentlich laufen. Wie gesagt, ich muss das jetzt nicht komplett laufen lassen. Wenn ich hier vorspule, das dauert ein bisschen, dann bekommt man am Ende so ein Token. Dieses Token kann man dann nutzen, sich einfach hier auf Localhost letztendlich dann damit einloggen. Das ist dann dieses Kubernetes-Dashboard, wie gesagt, alles lokal. Das ist mehr oder weniger leer. Und dann mit diesen Helm-Charts, die, ich sag mal, sowas, ja, so eine Art Package-Manager für Kubernetes-Applikationen oder für so, ja, eine Art Package-Manager für Kubernetes sind, lässt sich das dann hier hochfahren. Und ich springe jetzt einfach ein, zwei Mal rein. Man sieht, diese roten Teile werden immer weniger, da fahren jetzt diese ganzen Dienste hoch. Und zu allerletzt hatte ich das Ganze dann auch nochmal exemplarisch gemacht, nur für WMS. Ich habe also alle, ich habe nur WMS hochgefahren, ja, das ist, glaube ich, gar nicht das Video, das ist dann die Web-Oberfläche. Hier habe ich dann einfach konfiguriert nur WMS und dann hat man letztendlich einfach nur einen WMS-Dienst ohne Oberfläche, ohne irgendwas. Und ja, das klappt soweit wunderbar. Und dann, weil die Zeit um ist, mache ich Schluss. Der QR-Code führt zu den Folien, wenn das irgendwie interessiert. Ja, vielen Dank. Es gibt einige Fragen. No. Frage 1. Sind die Pods identisch oder habe ich bei GeoServer Cloud oder gibt es für unterschiedliche GeoServer-Features dann unterschiedliche Microservices, die zum Beispiel den WMS realisieren? Und wo dann auch unterschiedlich viele Microservices für jede Funktionalität erzeugt werden können? Ich vermute, das kann man, wenn ich es richtig verstanden habe, mit Ja beantworten. Also man kann, wie ich das jetzt ganz am Ende gezeigt habe, zum Beispiel nur den WMS-Dienst zur Verfügung stellen, also ohne alle anderen Dienste, die es noch gibt. Man kann nur den hochskalieren, man kann auch WMS hochskalieren und WFS in einer kleinen Dimension zur Verfügung stellen. Also wenn ich die Frage richtig verstanden habe, dann würde ich sagen ja. Nächste Frage. Gibt es schon Referenzen für produktive Plattformen des Cloud Geo Server? Sollte das Projekt schon produktiv genutzt werden? Ich
würde sagen, also ich würde sagen, das hängt immer natürlich vom konkreten Anwendungsfall ab. Wenn man beispielsweise sehr intensiv auf diese Erweiterungen setzt, ist das vermutlich noch nicht voll kompatibel. Wenn man aber vielleicht einfach nur viele WMS oder WFS-Dienste zur Verfügung stellen will und nicht so von diesen Erweiterungen abhängig ist, würde ich sagen, kann man das auf jeden Fall produktiv einsetzen. Und ich weiß, dass es das auch schon vereinzelt gemacht wird, ja. Okay. Gibt es hier eigentlich im Raum noch eine Frage? Dann geht Gerrit schon mal mit dem Mikrofon dahin und ich lese die nächste vor. Wir als GDI.BE organisieren, das ist eine ziemlich lange Frage, organisieren alle unsere OGC-Services relativ strikt nach den, in Klammern auch von Inspire bekannten Regeln. Will heißen, wir haben sehr viele GS, GeoServer Workspaces, die alle über eigene OLs durch einen Proxy, Reverse Proxy ansprechbar sind. Sprich, wir benutzen nicht die globale OWS-Schnittstelle des GeoServer und pushen da alle unsere Layer darüber hinaus, wie es zum Beispiel der DWD macht. Das hat damit zu tun, dass wir pro Workspace OGC-Schnittstelle Service Metadaten Verlinkungen brauchen. In Klammern Inspire Extension vom GeoServer. Nächste Klammer. Geht dann an unseren zentralen CSW, der die Service- und Dataset-Metadaten bereithält. In Klammern bei uns GeoNetwork. Ist diese Logik, viele Workspaces mit jeweils mindestens zwei OGC-Schnittstellen ist gleich OLs, denn mit der GeoService Cloud und dessen Microservices machbar? Du kannst auch nochmal selber. Die Frage war sehr lang, zumindest. Ich weiß nicht, ob sie so komplex ist, wie sie lange ist. Ich weiß auch nicht, ob ich jetzt voll verstanden habe. Vielleicht ist es einfacher, an der Stelle irgendwie vorbeizukommen oder eine E-Mail zu schreiben. Ich vermute aber, wenn Inspire im Spiel ist, hängt es möglicherweise davon ab, ob das Inspire-Plugin kompatibel ist. Ich weiß gerade nicht, ob das der Fall ist. Es gibt eine Liste, wenn man aufs Repo geht, welche Plugins kompatibel sind. Ob Inspire dabei ist, weiß ich gerade einfach nicht. Hängt möglicherweise auch davon ab. Ja, hier also am besten vielleicht nochmal Nils direkt eine E-Mail schreiben. Ja, gerne. Nächste Frage, ist die bekannte REST-API des GeoServers vollständig implementiert? Meines Wissens nach ja. Also es gibt das REST als eigenen Microservice, der auch theoretisch hochskaliert werden kann. Es ist einer dieser gelisteten Microservices. Ich weiß nicht, ob es da im Detail möglicherweise Limitierungen gibt. Müsste man ja mal nachfragen oder prüfen. Aber generell ist REST als eigener Microservice verfügbar. Jetzt unsere Frage aus dem Raum. Ja, hallo. Hallo. Gibt es zu der Aussage mit JDBC Config und JDBC Store was Genaueres, warum die da nicht funktionieren? Also generell funktioniert JDBC Config also als Katalog für den GeoServer. Das habe ich auch selber ausprobiert hier in diesem Rahmen. Gabriel, der Kernentwickler, hatte mir nur geschrieben, dass es gerade bei großen Datenmengen nicht mehr performant ist. Dann hat man so N+1 Request SQL Query Probleme, weil diese ganzen Entitäten des GeoServers, Workspace, Layer, Stil, was alles dazu gehört, wird dann immer einzeln abgefragt und wenn man ganz viele Daten hat, ist es problematisch. Und das ist genau das, was gelöst wird durch dieses PG-Config, dass das quasi in einer Query alles abgerufen wird. Ja. Dann die vorletzte Frage. Gibt es Helm-Charts oder Ähnliches, um GeoServer Cloud mal testen zu können? Es gibt insbesondere von Camp to Camp das Helm-Chart, das ich auch erweitert habe um 5 Zeilen sehr wahrscheinlich nur. Das gibt es und ich vermute, das ist das Einzige, was es gibt. Also ich habe das jetzt bei uns und bei Terrestris auch, das, was ich da erweitert habe, hingepusht. Aber wie gesagt, ich will mich da nicht mit fremden Lorbeeren schmücken. 99% sind von Camp to Camp an der Stelle, ja. Okay, und gleich hast du es geschafft. Kann ich mit GeoServer grundsätzlich auch on-the-fly-Daten erzeugen? Kann ich zum Beispiel mit einem Jar-File eine Art Plugin erstellen, die Rasterdaten on-the-fly erzeugt? Wenn der oder diejenige das implementieren kann, ja, denke ich. Ich weiß auch nicht, ob ich die Frage jetzt wirklich verstanden habe, ehrlich gesagt. Aber ja, ich habe die auch so verstanden, dass die Antwort passt. Aber das klingt danach, dass das implementiert werden muss. Okay, dann vielen Dank nochmal, auch für die Beantwortung der Fragen.